Hallo, grüß euch. Bei mir geht es heute wieder mal ums Detoxen und Entgiften. Über das rede ich gern. Ich bin ja Fastenbegleiterin und das Fasten ist so die Entgiftungsmaßnahme schlechthin. Jetzt mag aber nicht jeder immer fasten und es war aber recht, unsere Entgiftungsorgane in der heutigen Zeit immer so ein bisschen zu unterstützen, weil wir haben de facto viele Schadstoffe in der Umgebung, die wir aufnehmen, über die Luft, über die Nahrung, über das Wasser teilweise auch, über Kleidung, über Kosmetik auf jeden Fall. Diese Schadstoffe gehen auch wieder aus. Wir haben ja Entgiftungsorgane, die Leber, der Darm, die Nieren, die Haut, also das alles bewerkstelligt ja auch wieder die Entmistung. Aber von Zeit zu Zeit sollte man diese Organe unterstützen. Was ich persönlich sehr gern mag, sind Smoothie-Tage. Einfach hin und wieder zum Entlasten des Systems und da haue ich alles ein, was eben entschlackend ist, was entwässernd ist, was Giftstoffe bindet, was die Leber unterstützt bei ihrer Arbeit. Und heute sage ich euch einen von diesen Smoothies, die ich da sehr, sehr gern mag. Es ist für Grünzeug drin. Grüne Sachen sind ganz, ganz reich an Mineralien, Vitaminen, allgemein Vitalstoffen und haben auch, wenn es vor allem aus der wilden Natur stammt, also Wildkräuter, viele Bitterstoffe, die zusätzlich die Leber als unser Hauptentgiftungsorgan unterstützen. Da möchte ich heute sagen, was ich dafür verwende. Also weil ich jetzt gerade von den Wildkräutern geredet habe, ich war im Garten draußen, habe Schafgarbe geholt, da kann man die Blüten und die Blätter verwenden, ganz ein tolles Kraut, wenn es um die Leber geht. Ich habe Löwenzahn gefunden noch. Das ist auch stark entgiftende, entwässernde Pflanze, so wie Brennnessel auch, könnte man jetzt auch eine geben. Spitzwegerich habe ich gefunden und das ist jetzt kein Wildkraut, das habe ich im Hochbeet geholt, die Petersilie. Wenn es ums Ausleiten geht, auch ein tolles Kraut, allerdings hat es halt einen sehr intensiven Geschmack. Die hauptgrüne Zutat ist bei mir halt der Feldsalat, Vogelsalat. Eine Gurke, Gurken sind stark entwässernd, reich an Kalium und die Birne. Als süße Zutat, ich brauche auf jeden Fall was Süßes im Smoothie, also andere Leute nicht, aber ich schon. Und die Birne habe ich deshalb ausgewählt zum Detoxen, weil sie auch sehr kaliumreich ist und auch dieses Ausspülende hat. Und weil sie auch ein bisschen cremig ist. Also man könnte zum Beispiel auch Melone reintun, hat auch diese entwässernde Wirkung, aber die ist halt sehr, sehr wässrig und nicht so cremig wie die Birne, deshalb ist es die Birne geworden. Übrigens auch gut für die Nerven. Viel Magnesium und B-Vitamine drin. Dann gehen wir weiter zu den Sprossen. Sprossen ist sozusagen das ultimative Detox-Lebensmittel, die den Stoffwechsel so richtig ankurbeln mit ihren Vitalstoffen, weil je schneller dann alles wieder draußen ist, umso besser. Und dann habe ich da eine Spezialzutat. Ich habe schon einmal euch davon erzählt, von diesem Detox-Regulat. Das ist eine fermentierte, also mehrfach fermentierte Pflanzenessenz. Und angereichert ist das mit so entschlackenden Substanzen wie Artischocke, Ingwer-Extrakt, Schachtelhalm. Also wirklich großartige Geschichte. Ihr wisst ja, dass ich Fan von dieser Firma Dr. Niedermeyer bin und die ganzen Regulate für alle möglichen Zwecke verwende. Und deshalb kommt dieses Detox-Regulat heute in den Smoothie rein. Und dann die zwei letzten Zutaten. Seien im Grunde auf der einen Seite auch zum Binden der Giftstoffe, die da jetzt frei werden. Das ist nämlich das Kokoswasser, das ist da sehr gut, auch kaliumreich. Und eine Spirulina-Alge, das gehört eigentlich da dazu, das ist ein Kombipaket, das quasi löst die Giftstoffe und das bindet die Giftstoffe. Wobei auch die Spirulina als Alge die Leber unterstützt und das Entgiften aktiviert. So, jetzt habt ihr gesehen, was ich da alles reintun werde. Es ist ganz einfach, man braucht einen Mixer, kann auch ein Stabmixer sein. Ich habe halt einen sehr leistungsstarken, gerade bei dem Grünzeug, bei den wilden Kräutern ist es gut, wenn ihr eine hohe Umdrehungszahl habt, weil dann sind die ganzen Fasern komplett zerkleinert und die guten Stoffe aus den Zellen können gut entweichen. Ja, ich fange an, die Birne nochmal reinzuschneiden. So, die Gurke. Dann den Salat und das ganze Grünzeug, die Sprossen. Bei der Schafgarbe bin ich auch ein bisschen sparsam, weil die enthält viele Bitterstoffe. Gut für die Leber, aber für den Gaumen ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Regulatessenz. Dann das Kokoswasser noch drüber und etwas von der Spirulina-Alge. Jetzt das Ganze gut durchmixen. Hat eine traumhafte Farbe. Gut,
eine leichte Säure, weil das Regulat schmeckt ein bisschen ja, säuerlich. Und die Birne kommt gut. Ich kann jetzt von dem, das ist eigentlich für zwei Personen oder für einen Smoothie-Tag. Ihr seht also, wie leicht es ist, einer Gesundheit von Zeit zu Zeit was Gutes zu tun mit so einem Smoothie-Tag. Macht es noch, mich jetzt gefreut, wenn ihr mir was schreibt über eure Art des Detoxens, über eure Erfahrungen und seid das nächste Mal auch wieder dabei. Bis dann!